Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist der große Wyatt Essex und ich werde Sie heute verzaubern. Andere Magier brauchen faule Tricks oder Illusionen, aber ich persönlich bediene mich der Magie der Elektrotechnik. Was Sie hier auf dem Tisch sehen, ist eine Sendeeinheit und diese Sendeeinheit wird nun drahtlos Energie übertragen an diese Empfangseinheit. Wie Sie sehen, diese Empfangseinheit hat keine Batterien, weder einen Akku, noch gehen irgendwelche Kabel von oder zu dieser Empfangseinheit. Und wenn ich jetzt diesen Trick vorführe, bitte ich wirklich um absolute Ruhe, denn ich brauche meine vollste Konzentration. Ich bitte um ein leicht abgedunkeltes Licht. Trommelwirbel bitte. Na. Das mache ich mal selber. Mikrofon bitte. Geht das? So. Hoppala. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war der große Wyatt Essex mit seinem unsichtbaren Kabel. So. Jetzt räumen wir mal ein bisschen die Magie auf die Seite. Wie funktioniert das System nun? Was Sie da jetzt auf dem Tisch sehen, ist eine Sendeeinheit und diese Sendeeinheit besteht im Endeffekt aus elektronischen Schaltern und einer großen Spule. Spule, die sind ja normalerweise aus Draht gewickelt. In unserem Fall ist das jetzt eine, statt der Drahtwicklung haben wir die Kupferleiterbahnen auf einer herkömmlichen Platine. Und diese Spule wird zusammen mit Kondensatoren zu einem Schwingkreis. Kondensatoren, das sind im Endeffekt kleine Leistungsspeicher. Und mit diesem Schwingkreis erreichen wir Folgendes. Jetzt veranschaue ich Ihnen das zuerst einmal. Das ist ein Schwingkreis. Ja, eigentlich, das ist ein Schwingkreis. So, wenn dieser Hörer nun meine Spule ist und das Kabel mein Kondensator und ich rege das nun mit der richtigen Frequenz an, dann erhalten wir Schwingung. So, was passiert, wenn ich die falsche Frequenz nehme? Naja, nur schneller? Na, wird nicht besser. Also, wenn ich den Schwingkreis mit der richtigen Frequenz anrege, wenn wir wieder jetzt aufs elektrische System da gehen, dann erzeuge ich um diese Spule ein großes Feld. So, was macht nun der Receiver oder der Empfänger? Der Empfänger, der besitzt auch eine Spule und auch diese Spule ist mit Kondensatoren auf die Serienresonanzfrequenz, auf die gleiche Serienresonanzfrequenz, also die gleiche Schwingfrequenz, getrimmt. Und dadurch kann sich dieser Empfänger drahtlos Energie aus, ja, ich habe sie ausgeschalten, das ist die Magie dahinter, wissen Sie? Kann sich da die Energie holen. So, wie funktioniert jetzt nun die Ansteuerung dieser Spulen? Am einfachsten kann man sich das vorstellen im Innsbrucker Morgenverkehr. So, wir haben eine T-Kreuzung. Das müssen Sie sich jetzt von mir aus vorstellen, also so ein T im Endeffekt. Und an dieser T-Kreuzung, da ist eine riesige Kolonne an Autos. Diese Kolonne und diese Autos würden den Spannung und den Strom können es so interpretieren. Und alle diese Autos, die wollen unbedingt in die Arbeit, wie jeden Morgen. Die Arbeit, also die Arbeitsstelle, würde die Spule repräsentieren. So, jetzt stehen die alle an der Ampel. Wenn wir jetzt eine geschickte Ampelregelung haben, der was bei unserem Fall die elektrischen Schalter, also die Komponenten, was da drauf sind, realisieren würden, dann können wir einerseits die Angestellten einmal zum Noteingang der Firma leiten und einmal zum Südeingang der Firma leiten. Wenn wir das geschickt machen, in der Resonanzfrequenz, können wir so ein großes Feld erzeugen um die Transmitterspule herum. So, wir ein bisschen, müsst ihr entschuldigen. Und auch der Receiver, also die Arbeiter sind jetzt in der Firma, arbeiten, bip. Und sie wollen jetzt alle nach Hause, Feierabend. Wie funktioniert das nun in der Receiver-Einheit? So, in der Receiver-Einheit, da haben wir keine elektrischen Schalter drauf, da funktioniert das eher statisch. Baustelle am Südausgang. Jetzt werden alle Angestellten
statt dem Südeingang zum Nordausgang umgeleitet und dadurch entsteht wieder ein kontinuierlicher Stromfluss, eine kontinuierliche Kolonne und dadurch kann ich wieder die Last an meiner Empfangseinheit betreiben. So. Was ist das jetzt für eine Frequenz? Diese Frequenz, auf der was dieses System funktioniert, ist bei 6,78 MHz. So ein Megahertz, ich habe ein relativ kleines Herz. Ein Megahertz, 6,78. Wenn Sie jetzt einmal blinzeln, dann machen wir das einmal alle zusammen. So, haben einmal geblinzelt. Wie oft hat dieses System nun geschalten? Über 2 Millionen Mal. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie stellen eine Innsbrucker Kreuzung und die Ampel schaltet 2 Millionen Mal. Das wäre unmöglich. Nein, aber das System hat 2 Millionen Mal geschalten und hat so 2 Millionen Mal die Strom- und Spannungsrichtung umgekehrt und dadurch erzeugen wir da ein großes Feld. So, die Technologie, schön und nett. Aber für was setze ich das jetzt privat ein? Der hat da so ein paar LEDs, die lässt er leuchten, ja ganz cool, Mutter ist der Macker. Nein, aber dieses System ist besonders wichtig für, wenn Sie Ihr Smartphone laden wollen, wenn Sie Ihr Tablet laden wollen. In der Medizintechnik wird es nur sehr relevant werden, weil man einfach die großen Distanzen in den Körper hinein erreicht. Und das macht einfach die Technologie so wahnsinnig spannend, das macht meine Arbeit richtig spannend und meine Arbeit erfindet sich eigentlich jeden Tag neu. Aber der wahre Grund, warum ich eigentlich Elektrotechniker geworden bin, das ist, weil ein Elektrotechniker leicht ein leitender Angestellter wird. Vielen Dank.